Servus und grüß euch zu Folge 85 vom PC Building Simulator bei meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tja, ich bin einmal gespannt, ob uns das mit diesem Update der Sachen hindert. Ich habe die CPU wieder zweimal bestellt, sehe ich gerade. Macht nichts, die werden wir schon mal brauchen. Die werden wir schon mal brauchen können. Jetzt werden wir gleich mal den hier einschalten und gleich mal den nehmen wir mit dem die Grafikkarte aufrüsten. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich jetzt echt einmal gespannt. Wenn wir die hier ausbauen, dann haben wir bei der Grafikkarte jetzt diese 1070 eine. Ich habe doch noch eine neue bestellt. Macht nichts, jetzt probieren wir die mal aus. Braucht noch Strom, sonst erkennt das nämlich nicht. Ich bin ja mal gespannt. Das ist keine Aufrüstung. Gut. Die kann gleich mal raus. Das war seine 1080er. Genau, jetzt nehmen wir mal die andere 1070er. Die hätte auch mehr Dampf. Wobei ich die schon mehr Dampf hätte, gell? Weg. Kabelrot. Beim äußeren das Grafikkarte, aber so, ich hab's fast befürchtet. Was nimmst du jetzt da dann für eine Grafikkarte, die mehr Dampf hat? Das kannst du mal zumachen hier. Eine 10er. Jetzt bin ich da mal 1080 eintipp. Jetzt sortiert es wieder nach dem Preis aufsteigend. Ach, da gibt es doch noch mehr. Warte mal, er hat die. Ist dann eine Gaming 8G schon eine Aufrüstung? Kannst du mir so Extreme reinbauen, die war mit Sicherheit eine Aufrüstung, gell? Dann gehen wir jetzt wieder mal etwas Geld investieren, das Ganze mal abchecken. 17,33, 12,50 ist auch wieder gleich. Das ist gefährlich. Die ist auch wieder gleich von der Frequenz her. Das heißt, die hat 1771 MHz und 1376. Da müssen wir die einmal testen. Die kostet das gleiche hinein. Die hat die mehr Leistungswerte. Also nehmen wir jetzt die da. Und Geld am Konto haben wir eh nur. Das ist mir jetzt den Spaß wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die anderen auch noch nicht verräumt. Warte mal, Grafikkarte, so 1080. Jetzt bin ich mal gespannt. Kabel. Ja,
Also es muss wirklich einfach nur für die Leistungsdaten hier, musste einmal mehr Leistung bringen. Again what learned. Ja gut, die anderen Sachen können wir auch mal brauchen. So, den nehmen wir jetzt gleich mal als nächstes. Das ist jetzt also eine interessante Preisfrage. Warte mal, machen wir mal beide Seiten gleich mal auf, so wie der schon wieder ausschaut, ist ja ekelhaft. Da können wir fast alles demontieren, gell? Verdammt, da ist alles sauber. Müsste passen, entfernen. So. Stecken wir. Ah, die können wir gleich. Ah, stopp, das Gehäuse gleich mal ausbauen. Dort kann mal alles weg hier. Das kann raus. Weg, weg. Auf. Raus, raus. Weg, weg. Raus. Auf. Weg. Zu. Raus. So, installieren. Hauptplatine. Das können wir lassen. Vielleicht den Standard kleinen PC einmal. Den aufmachen. Wir brauchen jetzt einen neuen 8700er. Stopp. Naja. Wärmeleitpaste und dann. Jetzt ist so Kühlung. Da kriegt er wieder seinen reingeklebt. Die können wir mal aufmachen. Bei der Grafikkarte nehmen wir jetzt die 1080er. Haben uns das zumindest schon mal reingespart. Dann lassen wir auch wieder einen Abstand dazwischen. Was denn das bei den Boards ist mit den Speichern, ob die wirklich mit Abstand rein müssen. Da habe ich es. Ah, das ist bloß eins, gell, dann nehmen wir das 16er Modul. Können wir wieder schließen. Festplatte bleibt, dann habe ich es. Tauschen wir das Netzteil nur aus. Gegen 1. Ah, gleich 2 abstellen können wir wieder. Muss ich einmal nachbestellen und aufrüsten. So. Was hat er wieder vergessen, der Bastler? Ich hoffe doch nichts. Kabeln hat auch nichts gesagt, oder? Zumindest nichts gelesen, nehmen wir den eng verbundenen grünen. Alles wieder anstecken. Das funktioniert doch schon mal. So, Strom drauf, installieren, USB-Stick draufkleben. Ich weiß wahrscheinlich nicht, warum man das 3D-Benchmark ausführen muss, weil wenn jetzt wieder irgendwas nicht stimmt. Das ist, glaube ich, so eine kleine Falle, die sie jetzt eingebaut haben, wenn sie nämlich das Originalnetzteil drinnen lässt. Mit der Grafikkarte, weil die zu viel Strom zieht, dann glaube ich, macht es nämlich zapp. Ich glaube, da haben sie nämlich so eine kleine, feine, fiese Falle eingebaut in diese Aufgabe. Derweil könnten wir eigentlich die Seitenwand wieder drauf machen. Eigentlich die PSU hätte man wieder drauf kriegen. Also wir brauchen dann jetzt noch mehr Dampf. Und dann lassen wir den einmal noch durchsausen, der ist sauber. Und dann starten wir den einmal. So. Ich bin jetzt immer größenwahnsinnig, immer gut. Das Deckelchen war ja gleich wieder drauf geschraubt. So. Den stellen wir uns einmal da hin. Und gucken mal, das wurde ja mit dem Cola über den Eimer geklebt, gell? Da geht schon mal nichts mit Strom. Ich habe gesagt, hätte ich nicht noch ein zweites bestellen sollen. Das ist es aber schon mal nicht. Gut, dann schaut es mal wieder mehr nach Hauptplatine aus, die es da zerbröselt hat, würde ich sagen. So. Der hat eine 89 Gamer drin. Hat. Eine 89 Gamer, Lüfter außer.
i7-6700. Das Hirn. Speicherclip öffnen. 4 GB. Das ist einfach nur ein H170. Ja, das war gut, da kann man sogar das Gebrauchte hier nehmen. Lass mal gucken. PC-Teile. Wo haben wir denn die CPU? Die ist defekt. Haben wir zufälligerweise was Passendes da? Oh Gott, okay, wir haben für die gebrauchten Cores einbauen. Dort wäre nicht das Problem. Und ich glaube, die Hauptplatine hat es auch zerbröselt. Jawohl. Hey, das ist ein richtiger Dusel, ha? So, benutzt. Schauen wir mal diese meine. Machen wir die mal auf. Bauen wir eben gleich mal den Speicher hinein. Prozessor. Einen benutzten. Mal die Kühlung. Steht da nichts mit benutzt. Speicher ist drin und seine Grafikkarte. So ist orange verkabelt. Orange. So. Strom. Wir ins Kenner, glaube ich, müssen wir auch noch drüber laufen lassen. Das war noch eine. Das war noch irgendwo angeschrieben. Nein. Die zwei Sachen glauben wir wieder drauf da. Ja. Weg. Wieder einer der Fehler. Alles gut, ja? Fix, flott repariert, Gott sei Dank. Jetzt schauen wir mal schnell zu den Sachen. Ich möchte jetzt mal, das machen wir dann im Tableau, hätte ich beinahe gesagt. Das schalten wir mal aus. Ich möchte mal die Sachen zum Teufel hauen, die kaputt hand. Das ist auch gelaufen, oder? Jawohl, passt auch. Ausschalten, aufnehmen und platzieren. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz da in unseren Lagerbestand ein und schauen wir mal, was alles hier kaputt ist. Und weg damit. Benutzt, da ist nichts drin. Bei den Hauptplatinen, die kommt weg. Bei den Speicher ist alles noch benutzt. Bei den Grafikkarten ist auch vielleicht keine kaputte dabei. Schaut aber nicht so aus. Festplatten, der hat auch nichts Kaputtes dabei sein. Netzteile haben auch nichts. Das ist benutzt, aber von den 450er dürfen wir gleich mal zwei nachbestellen, da die sagen. Kabel ist alles gut, die haben nur benutzt. Und so viel drin hat, die kann man hier mal weghauen, aber das nimmt ja keinen Platz weg. So, ich gehe jetzt gleich mal in den Shop rein, gehe mal zu den Netzteilen. Gehen wir zu meinem Standard 450er. 1, 2 Stück. Haben wir die nämlich einmal gleich wieder aufgemöbelt und an Lagerbestand. Was kann man denn sonst noch machen? Da bestellen wir von den eng verbundenen orangefarbige, bestellen wir mal noch blaue,
Warte. Eng verbunden, rot, lila. Nehmen wir weiß, ja. Nur ist ja egal. Bestellen wir mal einen Satz Kabin noch mit. So. Gut, dann schauen wir, was unsere E-Mails so machen. Die neuen Aufträge, beziehungsweise werden wir zuerst alles, was da oben drin ist, kassieren. Schauen wir mal, ob wir auch wieder volle Bongels kriegen. Das schaut aber alles verdammt gut aus. Ja, überall volle Bongels, so mag ich das. So, neue PC-Teile verfügbar. Aha. Verwerfen wir, das brauchen wir auch nicht. Du möchtest einen neuen PC haben. So, jetzt warte mal, jetzt haben wir wieder drei Sachen. Beim Herrn Dallmayr. Wir brauchen eine CPU auf 3600 MHz. Herz und eine GPU mit 1379 MHz. So. Alles neu. So, shoppen wir mal. Das heißt trotzdem, kannst du kein Filter setzen mit neu oder sowas? Neu. Jetzt. Was meinst du jetzt mit 1300? Wahrscheinlich die Core-Frequenz, oder? Ja, gut, da kann man jetzt schon so eine hernehmen, wenn es wirklich wäre. Und so noch kann man die 1366, wenn man den erst übertakten kann auf 1379er. Dann war die MSI auch draußen. Schaut sie doch gut an. Die ist ja neu, die ist nicht benutzt, also ist die auch neu. Ich hoffe, das da meckert oder nicht. Das was dann nehmen wir aus dem Lager. Eine RX 580 Gaming 8G. So, dann schauen wir mal bei den CPUs rein. Ich will da auch eine neue haben. 3600 höher. Haben wir eigentlich auch. Das heißt, wir nehmen einen i5. 7500. Ist Cabby Lake. Gut, dann haben wir CPU und so weiter schon ausgesucht. Jetzt schauen wir mal, was wir denn einmal so bei den Gehäuse haben. Dann nehmen wir jetzt auch wieder das hier. Ich möchte aber nicht, dieses steht da nicht drin und dieses blöde Klappgehäuse gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Diese Co-Link Eustern, diese komischen Klappdinger haben. Bin ich nicht so begeistert davon, muss ich sagen. Also weiß Cooler Master und Cores eher. Alle um 80 Dollar rundum, gell? Das kann man sich nicht vergessen, auch nicht, gell? Deep Cool Earl Case RGB. Nein, ich glaube, dieses Entec. Probieren wir mal das aus. Nehmen wir das doch einfach mal. So, wir brauchen noch Netzteile. Da müssen wir auch wieder einen 450er rein. Bei den Festplatten nehmen wir auch wieder standardmäßig unsere 120er SSD. Grafikkarte haben wir, Arbeitsspeicher brauchen wir neue Teile. Da hat jetzt auch nichts Großartiges angeschafft. Dann nehmen wir mal ein 4 GB Modul, diesmal in. Nehmen wir rot. Hauptplatine, das heißt, wir brauchen irgendetwas für einen Cabby Lake. Da wird jetzt gerade sagen, wir werden so kurz Gigabyte übrig bleiben, oder? Wir nehmen mal MSI, wobei Crossfire und so weiter brauchen wir eh nichts. Reicht aus. Prozessorkühlung. Dann nehmen wir auch wieder unseren guten Standardkühler. Hat den jetzt genommen oder nicht? Geklickt. Ja, hat schon genommen. Gut, das sollte eigentlich alles passen. Prozessor und Ding haben wir eh von unserem Bestand. Dann nehmen wir das doch mal an. Hoppala. Bin ich jetzt wieder hingekommen.
So, Reparaturanfrage vom Herrn Mark oder vom Mark. Diagnose, steht da irgendwas Aufschlussreiches dabei? Meine Tochter sagt, die ja gut, da mag nur Zeit, gell? Seltsame Pop-up-Fenster ist mit Sicherheit wieder ein Virus, das kann man eigentlich jetzt schon aus dem Text auslesen. Die Frage ist, ob das wirklich das gleiche auch wieder ist mit den Speicherbausteinen. Was hast denn du drin? Halt? HyperX Predator DDR4 16 Gigabyte mit 3000 MHz. Ja, probieren wir es einfach mal. Shop, Speicher, Auswahl, Hersteller, HyperX, Frequenz 3000 Minimum, 3000 Maximum, Größe 16 und 16. Bleiben eigentlich nur die zwei übrig. War aber, glaube ich, der, oder? War ein Predator in den Warenkorb damit. Annehmen. Ich bin gestolpert und vor dem PC gekracht. Da gab es ein ganz übles Geräusch. Komponenten von NXCT sollen ganz großartig sein. Naja gut, da gibt es jetzt Board, da gibt es jetzt wieder Gehäuse, dann könnte es sogar der Kühler sein, weil da haben wir wegen nur Zeit. Den schauen wir uns einfach mal so an, würde ich sagen. Also, her mit den Sachen, her mit der Ware und dann lassen wir uns da mal überraschen. Aus. Da ist alles wieder schön leer in der Werkstatt, so muss das sein. Dann haben wir mit der Folge 85 für heute am Ende. Ich mache noch das Licht aus, verabschiede mich von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen in der PC-Werkstatt, beziehungsweise natürlich immer bis zum nächsten Freitag, zur nächsten Folge. Die Stammzuschauer wissen das ja schon. Und dann sagt euch der Maverick wieder, ab für euch.